Das nenne ich fachmännische Arbeit. Ausgezeichnet. Du hättest es hier mal sehen sollen. Überall wuchs Unkraut und Äste lagen herum. Das alles haben wir an einem einzigen Nachmittag geschafft. Das sagtet ihr schon. Gut gemacht. Sehr gute Arbeit. Was machen wir hier, Rabbi? Hier werden wir zu Abend essen. Hier wohnt jemand? Du musst Melech sein. Das bin ich. Bist du der Lehrer? Ich bin Jesus aus Nazareth. Das sind meine Schüler. Ich bin dir sehr zur Dankbarkeit verpflichtet. Ich würde mich ja verbeugen, aber wie du siehst. Der Dank gebührt Johannes und dem großen Jakobus. Gehört dir das Feld? Das tut es. Wir dachten, es wäre für Reisende. Na gut, dann spuck das aus. Wo ist der Haken? Haken? Du hast keine Ahnung, wer ich bin. Du bist Jude. Du kommst den ganzen Weg aus Galiläa, um hier zu sprechen. Du schickst deine Schüler, um mein Land zu bestellen. Fotina sagte, dass du Hilfe brauchst. Sie hat mir alles über dich erzählt. Was willst du von mir? Ich habe keinerlei Geld. Ich kann dir nichts für deinen Dienst geben. Ich kann nicht mal meine Familie ernähren. Genau das will ich. Was? Ich würde mich freuen, wenn du eine Mahlzeit mit uns teilst. Es tut mir aufrichtig leid, aber wir haben nichts zu essen. Nicht einmal für uns selbst. Das haben wir mitgebracht. Bitte. Es wäre uns eine Ehre. Das Boot ist fast umgekippt. Und das Netz war so schwer. Ich dachte, es reißt mir glatt die Arme aus. Und Jakobus und Johannes haben sich richtig viel Zeit gelassen. Oh. Ja. Ich musste dreimal um Hilfe rufen, bevor ihr euch bewegt habt. Und ihr seid ihm den ganzen Weg nach Samaria gefolgt? Wir hatten eine andere Route entlang des Jordan vorgeschlagen. Und hattet ihr keine Angst, dass es gefährlich wird? Natürlich. Als ich ein kleines Mädchen war, erzählte mir mein Vater, der Messias würde allem Leid und Schmerz ein Ende bereiten. Wenn du wirklich der bist, für den die Leute dich halten, wann wird das sein? Ich bin hier, um euch die frohe Botschaft des Himmelreichs zu verkünden. Ein Reich aber, das nicht von dieser Welt ist. Ein Reich, das bald kommen wird. Ein Reich, in dem alles Leid vergessen ist. Ich möchte, dass die Menschen Zugang zu diesem Reich erhalten. In dieser Welt werden auch weiter Knochen brechen. Herzen werden brechen. Doch am Ende wird das Licht die Dunkelheit überwinden. Apropos gebrochene Knochen. Wie ist das passiert? Bin vom Pferd gefallen. Ich habe gar keine Weide gesehen. Es war nicht mein Pferd. Ah, ein fremdes Pferd. Das ist immer ein Wagnis. Nein, nicht wirklich. Oh. Hört zu. Ich habe das alles gar nicht verdient, was du für mich getan hast. Komm, Rebecca. Zeit fürs Bett. Sag deinen neuen Freunden gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Wenn du wüsstest, wer ich bin, du hättest mir bestimmt nicht geholfen. Das ist nicht wahr. So machen wir Juden das. Wir erzählen Geschichten und hören ihnen zu. Unsere Geschichten verbinden uns.
Jetzt erzähl mir deine. Uns ging das Geld aus. Das Essen. Meine kleine Rebecca war so dünn, man konnte die Rippen sehen. Und Hedwa, ihre Augen wurden schon trüb. Es hatte eine Dürre gegeben und nirgends gab's Arbeit. Ich hatte einen Freund in Tiratana, dem es auch sehr schlecht ging. Wir gingen südwärts Richtung Ephraim und lagen an der Straße von Jerusalem nach Jericho auf der Lauer. Wir überfielen einen alleinreisenden Juden, zogen ihn von seinem Pferd und stahlen sein Geld und seine Kleidung. Als er sich wehrte, schlug die schon ihn nieder. Ich dachte, er wäre tot, weil sein Kopf auf einem Stein aufschlug. Die Schon sollte die Habseligkeiten des Juden an Pfandleiher in Anatot verkaufen. Ich sollte nach Norden reiten und das Pferd an einen römischen Posten verkaufen. Es vergingen keine 10 Minuten, als es sich aufbäumte, mich abwarf, ich mir das Bein brach. Ich musste auf den Unterarm und Ellbogen zur nächsten Stadt kriechen und betteln, dass man mich nach Sikar bringt. Es war schlimmer als vorher. Jetzt weißt du, was du getan hast. Wem du da gerade geholfen hast. Tagtäglich denke ich dran, wie dieser arme Jude nackt und allein auf der Straße liegt, wahrscheinlich tot ist. Ich bin vielleicht ein Mörder. Er ist nicht tot. Man hat ihn gefunden und gerettet. Woher weißt du das? Melech. Ich weiß es. Das verspreche ich dir. Er hat es überlebt. Warum ich? Wieso bist du den ganzen Weg hergekommen? In der ganzen Stadt liegen dir alle zu Füßen. Der Schäfer lässt 99 seiner Schafe auf dem Berg zurück, um das eine zu suchen, das sich verirrt hat. Was willst du? Dass du meinen Worten glaubst. Geh in die Synagoge. Lies die Tora. Ich habe nie lesen gelernt. Dann hör zu, wenn sie vorgelesen wird. Und lass dein Herz berühren. Warte ab, was passiert. Und was dann? Erzähl davon. Du weißt, welches Verbrechen ich kaltblütig beging. Und willst mir trotzdem helfen? Will er. Schlaf drüber. Wir werden noch einen Tag in Samaria bleiben. Sie schläft endlich. Wir sollten besser zurückgehen, ehe es zu spät wird. Ja, schließlich kann man nie wissen, wer so alles am Wegesrand auf einen lauert, was? Zu früh? Du hast es erzählt, hm? Ich denke, er wusste es schon. Darf ich? Schlaf gut, mein Freund. Danke, dass wir hier sein durften. Okay.